Unterwegs mit maximal 70 Kilometern in der Stunde und ganz ohne Abgase. Es sind die letzten 50 Kilometer vor dem Ziel. Das Erfolgsrezept so einer Reise? Das richtige Team. Drei idealistische Studenten aus Frankreich und Deutschland. Das ist Karen, er ist der Kapitän. Er hat uns immer zum richtigen Ort geführt. Das ist Remy. Er ist unser Experte für Kommunikation. Und er ist der Ingenieur, der Deutsche. Wenn uns einer Fragen zum Stromverbrauch oder so gestellt hat, haben wir immer gesagt, frag Ludwig. Aus einer verrückten Idee wurde ein Projekt. Nach einem Auslandssemester in Bangkok wollten sie nicht einfach nach Hause fliegen, stattdessen 20.000 Kilometer durch 16 asiatische und europäische Länder. Die Rückfahrt von Karen, Remy und Ludwig ist ein Abenteuer mit einem großen Ziel. Wir sind mit dem Tuk-Tuk gefahren, weil es eine sehr gute Art ist, für Elektromobilität und grüne Energie zu werben. 4 Monate waren sie unterwegs. Das ist die letzte Pause vor dem Ziel Toulouse. Das Tuk-Tuk ist eine Spezialanfertigung. Es hat die lange Reise ohne größere Schäden überstanden. Es funktioniert zu 100% mit Strom. Bei idealen Bedingungen kommen 15% der Energie aus den Solarzellen. Der größte Teil an Energie kommt aus den Lithiumbatterien. Das Einzige, was wir jeden Tag machen mussten, aufladen. Doch genau das ist manchmal gar nicht so einfach. In einigen Orten, vor allem in China, hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Aufladen des Tuk-Tuks. Vor allem am Anfang, weil wir noch nicht die Kapazität der Batterie kannten. Einmal mussten wir es sogar über einen Berg schieben, weil die Batterie leer war. Tonnen wiegt die Öko-Rikscha. Keine leichte Sache. Ansonsten haben vor allem die Straßenverhältnisse Probleme gemacht. Und die widrige Witterung, Kälte und Regen. Doch was sie trotz aller Probleme immer wieder begeistert, die Unterstützung der Menschen und ihre Gastfreundschaft. Wir kommen zurück mit vielen neuen Eindrücken über die verschiedenen Kulturen und Menschen. Und mit der Überzeugung, dass Elektromobilität die Zukunft ist. Immerhin reicht eine Batterieladung für rund 300 Kilometer. Unterwegs haben sie immer wieder Workshops an Universitäten gegeben und von ihrem Projekt berichtet. Die vielleicht wichtigste Station, die Klimakonferenz in Paris. Zusammen mit anderen Umweltaktivisten haben sie demonstriert, welches Potenzial elektrische Mobilität hat und gemeinsam eine Rundfahrt durch die französische Hauptstadt unternommen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir vielleicht auch transportieren können. Mit der Reise haben wir doch gezeigt, Elektromobilität kann Spaß machen und es kann auch ein Projekt kann Spaß, eine halbe Weltreise mit einem ökologischen Sinn auch verbinden. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Ergebnis, was wir damit erzielt haben mit unserer Reise. Finanziert haben die drei ihr Projekt mit Hilfe von Sponsoren und per Crowdfunding im Internet. Endlich ist das Ziel erreicht, Toulouse. Die Krönung eines großen Abenteuers und zugleich eine Abschlussfeier. Denn für Karen und Ludwig ist die Reise gleichzeitig Teil ihrer Masterarbeit für den Uni-Abschluss. Für alle drei gilt, dies ist erst der Anfang ihres Engagements für alternative Antriebe. Es geht noch darüber hinaus, ein Netzwerk aufzubauen, um eben elektrische Mobilität weiterhin zu promovieren. Und da bin ich auch natürlich ganz optimistisch, dass die drei das schaffen werden. Denn sie machen das mit viel Leidenschaft und auch mit viel Seriosität. Also wir sind natürlich sehr stolz, dass sie das geschafft haben. Die grünen Pilger werden weiter unterwegs sein. Im Zeichen der Elektromobilität.